Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 2015. Ein besonderes Augenmerk heute am ISAF hier in Seedorf-Lied auf dem Roten Turmer Christian Schuler. Er hat ein bisschen, sagen wir, eine gespaltene Beziehung zum Innerschweizer Schwing- und Alplerfest. Schon dreimal ist er nämlich im Schlussgang gestanden. Kein einziges Mal hat es für eine Festzeit gelangt. Und darum haben wir die spezielle Beziehung von Christian Schuler zum Innerschweizerischen einmal für sie zusammengefasst. 2006 mit gerade mal 19. Der Christian Schuler steht am Innerschweizerischen im Schlussgang gegen den Mario Thürig, wo er als Verlierer vom Platz muss. Auch zwei Jahre später ist der Christian Schuler zu Wallhausen im Schlussgang gestanden und hat dort gegen den Thomas Achermann verloren. Genau gleich wie 2010 Zattighausen im Schlussgang gegen den Philipp Leimbacher. Der Rote Turmer hat das Innerschweizer einfach nie gewinnen können. In der Metzgerei der Eltern treffen wir seine Mutter Monika Schuler zumindest bei der Arbeit. Sie drückt ihrem Sohn schon während der ganzen Karriere fleissig die Daumen und leidet besonders beim Innerschweizerischen mit ihm mit. Ja, manchmal ist es schon ein bisschen hart eigentlich. Also für mich, ich fiebere recht mit. Und ja, es ist halt das Kind, oder? Man will immer das Beste für das Kind. Und ja, es wäre jetzt schon schön, wenn er einmal auch das Innerschweizerisch gewinnen könnte. Und sonst muss Monika Schuler dann wie da nach dem verlorenen Schlussgang wieder trösten. Heute aber soll es jetzt keine Tränen geben, sondern der erste Sieg am Innerschweizerischen. Für das müssen die Vorbereitungen beim Christian Schuler perfekt sein, verratet uns seine Mutter. Also er hat sein Ritual, würde ich jetzt einmal sagen. Er macht am Samstag genau seine Trampe, geht dort mit seinem Trainer ein bisschen oder für sich selber noch ein bisschen sammeln, da an einem bestimmten Ort, in Kreuzegg, zum Roten Turm. Am Abend gut essen und am Sonntagmorgen auch, weiss er, wenn's meistens macht seine Frau jetzt die Rösti, die er isst mit Ei oder sonst halt ich. Wir wohnen ja so nah, also da kommen wir schon durch. Eine optimale Tagesform und eine gute Rösti mit Ei sollen darum dafür sorgen, dass der Christian Schuler endlich auch mal an einem Innerschweizerischen über den Sieg jubeln darf. Ja, bis jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Rösti mit Eiden auch wirklich genützt hat. Der Christian Schuler noch nicht ganz in höchster Form, aber das kann sich ja am Nachmittag dann noch ändern. Wir würden uns auf jeden Fall darauf freuen. Wir haben Ihnen ja auch schon zwei von unseren Schwingern mit ihren Hömmli oder ihren Turnershirt gezeigt, die uns verraten haben, wie wichtig denn diese Utensilien für sie sind. Und auch der Christian Schuler hat ein ganz spezielles Hömmli. Und auch dort haben wir nachher gefragt, was denn mit dem auf sich hat. Irgendwann, glaube ich, nach der Schwegalp 09, wo bin ich zum Kranz ausgeht, das weiß ich noch. Und da bin ich so verrückt gewesen, da habe ich das Hemmli verzehrt am Moment. Das war fast ein bisschen extrem emotional gewesen. Da bin ich da bei uns, bei dem Schulermodehaus, bin ich vorbei und habe gesagt, ich hätte gerne ein Hemmli, das eigentlich nur ich habe. Und seitdem habe ich das und gehe das immer dort bestellen und ja, bin zufrieden damit. Es macht schon Ringen mit einem Reissverschluss, da kannst du es wirklich nur schnell zuziehen und die ganze Sache sitzt und man reisst keine Knöpfe aus. Höchstens, dass der ganze Reissverschluss kaputt ging, aber das ist eher weniger der Fall. Ja, wir sind wieder zurück hier in der Schwinger Arena in Seedorf heute mit ganz spektakulären Bildern, wie Sie sicher schon gesehen haben. Slow Motions etc. Das alles kennt man. Aber heute speziell im Einsatz die Seilbahnkamera, wo man mal aus einer ganz anderen Perspektive sieht, was da im Sagmell los ist. Uli Banz, hast du das schon mal erlebt, dass du aus so einem Winkel ein Schwingfest mitverfolgen konntest? Nein, das ist wirklich sensationell, wie man da nachher noch alle Details sieht. Das ist wirklich irrsinnig. Und es ist natürlich auch für die Zuschauer daheim super, wenn sie das nachher so live mitbekommen. Und
Ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Ja, wir haben ja auch schon ganz viel Echo bekommen. Ich kann das ein paar Sachen erwähnen, die ich mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel der Ottmar, der schaut gerade in Thailand das Schwingfest, das wir hier auf Tele 1 zeigen. Dann haben wir gehört, dass jemand in Russland vor dem Fernsehen sitzt und das innerschweizerische Schwing- und Älplerfest mitverfolgt. Und dann haben wir auch Fragen zugeschickt bekommen. Und die eine, die möchte jetzt unbedingt gerade an Matthias Sempach weitergeben. Und zwar hat uns Silvia Blättler geschrieben. Wir haben sicher eine habe ich im Kopf, eine Entscheidung gesehen vom Kampfrichter, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ob die wirklich richtig war. Kannst du uns kurz erklären, wann kann der Gang als beendet sozusagen erklärt werden? Wann ist ein Schwinger wirklich besiegt? Also das klare Resultat ist immer, wenn er vollständig auf dem Rücken ist. Und wenn das in einem Blattwurf erfolgt, dann schreibt man eigentlich eine Szene, die Note 10. Ein Abrollen. Dann muss der Gegner zu 3/4 auf dem Rücken sein. Oder wenn er wirklich einen spektakulären Schwung fliegt und nur die Schultern betroffen sind, dann darf man das Resultat angeben. Aber in der Regel kann man sagen, dass es 3/4 vom Rücken im Sackmeil sein. Aber du kannst verstehen, dass es dann von manchen noch schwierig ist, zu entscheiden, ob jetzt das wirklich schon ein Sieg war. Das ist so. Das ist sehr, sehr schwierig. Das geht sehr schnell. Und jetzt wir hier oben. Der Kamera können wir nachher, ist es einfach zu sagen, ob es das Resultat ist oder nicht. Aber unten im Platz, jetzt auch bei diesen Temperaturen den ganzen Tag, das Kampfrichtern, das ist anstrengend und braucht eine riesige Konzentration. Und es ist wirklich das ist ein schwieriger Job. Wir sind aber uns sicher, dass die Kampfrichter das heute am Nachmittag herbringen, dass wir am Schluss einen Festzeiger haben, der es auch wirklich verdient hat. Und damit wir das jetzt gerade wieder mitverfolgen können, live im Sackmelring, gehen wir noch einmal kurz ab in die Werbung. Das Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 2015. Präsentiert von Migros Luzern und ihrem Versprechen aus der Region für die Region, 100 Jahre Urner Kantonalbank, Weisshaustechnik in Stanz, Sarne, Emmer und Erstfeld und Eichhoff, Brautradition seit 1834.